ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute habe ich eine weitere Frühstücksidee für euch und zwar gibt es heute das Kickstarter Müsli. Das Rezept ist für 4 Portionen. Die ganzen Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und wir brauchen heute Folgendes. Zum einen etwas Mandeln, dann Datteln, Wasser, etwas Obst nach Geschmack, zum Beispiel Äpfel, Heidelbeeren, Himbeeren, Birnen und so weiter und kernige Haferflocken. Ja, und als allererstes geben wir jetzt 100 Gramm ganze Mandeln in den Mixer zusammen mit 3 getrockneten, entsteinten Datteln für die Süße. Und das wird jetzt zerkleinert und zwar 3 Sekunden auf der Stufe 8. So, das Ganze ist jetzt schön klein, so sieht's aus. Nun kommt Wasser dazu und zwar brauchen wir 400 Gramm. So, Deckel wieder aufsetzen und 3 Sekunden auf der Stufe 8 verrühren. Nach den 3 Sekunden das Ganze eine Minute auf Stufe 4 aufschlagen. Eine Minute, Stufe 4. Danach kommen 100 Gramm kernige Haferflocken dazu und 400 Gramm gemischtes Obst eurer Wahl in kleinen Stücken, also schneidet sie einfach mundgerecht. Ich habe jetzt ganz unten drunter Äpfel, dann habe ich hier ein paar Erdbeeren, kernlose Träubchen und Heidelbeeren, aber da könnt ihr nehmen, was ihr mögt, ihr könnt auch Birnen nehmen, Bananen. Alles aber in kleine mundgerechte Stücke geschnitten, das kommt ebenfalls dazu. Und wird jetzt nur noch untergerührt und zwar 8 Sekunden lang mit Linkslauf auf der Stufe 3. Danach das Ganze auf 4 Schälchen verteilen. Schaut mal, so sieht es aus. Ich schiebe den Thermi zur Seite, habe mir hier 4 Glasschälchen hingerichtet und teile jetzt das Kickstarter Müsli auf. Ja, und so sieht dann am Schluss das Müsli aus. Ihr könnt auch noch mal ein paar frische Früchte oben drauf geben, wenn ihr wollt, oder es gleich genießen. Ja, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und das Rezept. Lasst mir gerne ein Däumchen da. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, ganz, ganz wichtig, dass ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Und falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte habt, schaut sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!